Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht tatsächlich los, 4. Juli, 11.48 Uhr, Messeaufbau PS Days in Hannover beginnt. Unglaublich, aber es ist soweit, die Messe findet statt. Genau jetzt geht es los, für uns wirklich diesmal richtig entspannt. Wir haben die ganze Woche Zeit zum Aufbauen. Essen ist immer Katastrophe für uns, 300 Kilometer fast eine Strecke. Das heißt, da muss man schon echt gut planen, wie, wo, was man wie hin und her karrt. Heute bringen wir erstmal Container hin und verlegen Teppich. Morgen kümmern wir uns um Traversen, das große Schild und so weiter. Mittwoch machen wir den Stand schön, das heißt, wir bauen den Container um mit der ganzen Ware und so weiter. Und Donnerstag kommen die ganzen Autos und dann geht's los mit der Messe. Ich freue mich, ich bin gespannt, es wird geil. Heimspiel, PS Days, let's go. Einfahrt, Probefahrten. Das kann ich auf jeden Fall schon mal gut sehen hier. Das heißt, auf dem Gelände wird auf jeden Fall auch gefahren hier. Da ist er! Dass du das nochmal erleben darfst, Pierre, ne, dass wir die Ersten in der Halle sind, ne? Sind wir ja gar nicht. Fast. Eigentlich ist das ja mal so ultra entspannt, nicht endlich mal hier so in 48 Stunden alles in Essen aufbauen zu müssen, sondern hier in Hannover mal machen können wir auch. Ja, das stimmt. So, als allererstes müssen wir einen Stand finden, das ist immer gar nicht so einfach, weil das hier ist tatsächlich die Markierung, wo der Stand aufhört. Wirklich fast gar nichts. Ja. Das heißt, unsere Brücke kommt hinter den Pfeiler. So lädt man bei Alofs ab, oder auch nicht. So, Pierre, was steht jetzt an? Jetzt warten wir auf Michel, unseren Lehrling. Der muss jetzt erstmal mit dem Besen hier 480 Quadratmeter sauber fegen, weil hier so viele Schrauben rumliegen und alles. Und der Teppich muss ja auch akkurat sauber gerade liegen. Das mit dem aus dem LKW raus, das hast du so gelernt, dass man den so ausräumt? Ja. Ja, ne? Ja, ich mach das immer so mit dem Teppich. So, Michael, ich habe gehört, du hast eine besondere Aufgabe heute. Ja, ich darf voll fegen und Schrauben einsammeln. Schrauben einsammeln auch, ne? Ja, das macht sehr viel Spaß. Na, das klingt gut, das klingt gut. Ja, ich und deine Aufgabe heute? Weiß nicht, ich glaube, ich gehe einfach rum. Ja, ein bisschen essen, ne? Genau. Ja. Klingt gut. Ich glaube, so viele Beine habe ich die letzten 5 Jahre nicht mehr. Ich kann sagen, warum trägst du es nicht einfach? Hä? Müsst du doch gehen eigentlich. Kannst du ihn einfach tragen? Ja, muss ich René anrufen. Ich habe eine gefunden. Danke dir. Danke auch. Los, Messebau geht mal wieder los. Wir dürfen jetzt erstmal 440 Quadratmeter Teppich selber verlegen. Jeder, der schon mal Teppich verlegt hat, der wird diese Arbeit lieben. Das ist aber auch eigentlich ehrlich gesagt unsere Aufgabe für heute. Das Coole ist in Hannover. Wir werden auf jeden Fall noch Verstärkung bekommen heute. Deswegen, let's go. Komm gut zurück, ne? Ja, wir sehen uns, ne? Viel Spaß hier. Danke. Wie bitte? Was hat da gewackelt? Weiß nicht. Bist du schwer? Ja, ich glaube auch. Tatsächlich so ganz viele Fragen immer vor Ort. Wie habt ihr den Container eigentlich auf den Boden bekommen? Also eigentlich ist es eine LKW-Brücke. Das heißt, LKW, habt ihr gerade gesehen, fährt einfach raus. Das Ding ist tatsächlich nicht so schwer. Und ein 5-Tonnen-Stapler kann den komplett hochheben. Dann einfach Beine einknicken, auf den Boden stellen, fällt. Ausgerollt. Ist das nicht geil? Ach, dafür war geil? Der, stimmt. Extra für mich. Ich finde es immer wieder krass, dass so ein kleiner Gabelstapler dann doch so schwer ist, um das Ding halt hochzuheben. Ich hätte auch das null erwartet, dass das damit funktioniert. Ja, also. Aber der wird wahrscheinlich, keine Ahnung, 8 Tonnen wiegen oder so. Ja, wahrscheinlich. Und dementsprechend kann er das, wenn ich sogar noch schwerer ist. Ja. Also ich habe so 5, 6 lebensrettende Maßnahme hier. Prost. Ganz das, normal beim Messeaufbau. Ist das Feines? Das ist sehr lecker. Das ist der Kraftstoff. Yeah. Das Problem ist immer nur, was Philipp bestellt. Der bestellt immer nur 0,25. Das ist bei mir ein Schluck, das ist die Flasche alle. Ja, gut. Haben wir das auch. Das haben wir halt auch geklärt.
So. So, da sind sie. Lieferant war da. Das hast du schön gemacht. Ja, ja. Ist das die Kleine? Ja, ne? Mhm. Ah, sieht aus wie für mich, glaube ich. Nee, die Kleine ist für mich. Kleine ist für Kevin. Ja, ich glaube auch. Muss, ja. Muss die Kleine teilen. Okay. Das ist mal Ritter. Genau, Marita, die hier ist für dich, Kevin. Guten Appetit. Guten Appetit. Ja, ist wieder eine halbe, sonst muss man mehr Bier trinken. Weniger Pizza. Ja, gefühlte 5 Stunden später. Noch lange nicht fertig. Aber wieder krass, wie lange es dauert, Teppich zu verlegen auf der Fläche. Benni hat auch schon angefangen. Der ist direkt neben uns hier. Auf jeden Fall cool, meine Messe in Hannover zu haben, wo halt auch einfach mal andere Firmen sind als auf der Essen Motorshow, die halt einfach seit Jahren alteingesessen ist. Und hier kommen auf jeden Fall endlich mal ein paar neue Gesichter dazu. So viel dazu. Bis morgen. Wir machen erstmal weiter. Coca-Cola. Kannst du mir einmal ganz kurz sagen, welcher Tag heute ist und was wir hier heute alles machen? Heute ist Dienstag, warte mal, ich muss mal Datum gucken. Zweiter Aufbautag, ja? Heute ist der zweite Aufbautag, bei den PS Days hier in Hannover. Okay, und was machen wir heute noch? Heute werden wir unser schönes Alofs-Logo-Schild aufbauen. Ja. Traversen hängen schon, die Strahler werden gerade montiert. Ja. Und dann bauen wir hinterher noch am Container die Traversen auf, wo dann rückwendig hier ein großer Banner rankommt. Vorne kommt der Tresen noch hin. Damit die Leute natürlich auch, wenn sie hier bei unserem Stand sind, mal vielleicht was trinken können oder so. Okay. Ja. Ja, das ist gut. Eigentlich der Plan für heute. Ja. Gut. Alles klar. Das ist eine Kamera. Ja, ist natürlich auch blöd, ne? Nico Kamera. Fängt da an und hat alles oben übergelegt und ich hab's doch in die Mitte gelegt. Wir legen die Kabel dann jetzt oben drauf, ja? Oben drauf. Ich habe meine Haare nicht gemacht heute, weil ich nicht wusste, dass du hier filmst. Das ist nicht schlimm. Nicht, dass mir jetzt Follower abspringen. Genau deshalb bin ich nur hier. Ja, ich hab's mir gedacht. So, was ist denn oben drauf? Ja, das ist oben drauf. Einfach hier schön an die Seite, okay, so. Super. Hallo. Was tust du hier genau? Ich entpacke Lukes Schönheit vom letzten Jahr von der Essen Motorshow. Die werden es ja gesehen toll, haben. Danke dir. Ich unterhalte mich nicht mehr mit dir. Du bist warum? Einfach ein unangenehmer Gesprächspartner. Welcher Tag ist heute? Welcher Tag ist heute? Ich spreche nicht mehr mit dir. Sag mir doch, welcher Tag heute ist. Nein. Ich brauche das für das Video. Sag doch mal bitte. Was ist, welcher Tag ist heute und was machen wir heute? Ich mache jetzt Gebrauch von meinem Recht der Aussageverweigerung. Kannst du mir einmal ganz kurz sagen, welcher Tag heute ist und was für heute geplant ist hier beim Aufbau? Was haben wir denn heute? Generell alles an Traversen aufbauen, unser Alus-Logo. Okay. Groß, ey, das ist doch voll groß, oder nicht? Nein, das, weil ich habe Weitwinkel gerade an. Okay. Groß wäre so. Ah, okay. Ja. Wie kommen wir voran bislang? Gut. Ja? Gut in der Zeit, also besser als in Essen. Okay. Danke dir. Gerne. Genau, dann bis 18 Uhr dürfen wir aufbauen, um 22 Uhr sind wir weg. So okay. Ist es halt. Ist klar, machen wir mal. Bist du mit dem Tag schon abgeschlossen? Du, auf dem Weg hierher schon. Du hast irgendwie heute schon wieder Bock auf mich, ne? So, ich merke das schon. So, jetzt machen wir hier so. Die Schuhmann-Tour. Ah, übrigens, hier habe ich mich verletzt. Siehst du das? Ja, sehe ich. Ganz schwer. Das ist doch richtig toll. Ja, das ist eben gerade abgegangen. So, zack, dann nehme ich hier meinen Seitenschneider. Dann wird nämlich das überschüssige Plastik abgeknipst und gut, fertig. Danke. So einfach als Tennis. Bitte schön. Ja, danke. Ja. Lass dir schmecken. So, Schild hängt. Nein, siehst du doch. Ja, ja. Zeig mal. Dreh mal hin. Ja. Und da hängt das S. Siehst du? Ah, krass, ja. Störe ich hier von der Lautstärke her? Oder ist das in Ordnung? Willst du gerade was sagen? Nee. Maxi, kannst du den Hammer noch einmal zeigen? Aber das ist der Uni abgebrochen. Das ist der Traversen-Spezialhammer. Nur mit dem kann man diese Traversen aufbauen. Und wer hat den erfunden, du? Ja. Nee, die Schweizer. Wer hat's erfunden? Die Schweizer. Nicht schlecht. Jetzt weißt du, wo der Hammer hängt. Das ist ein hässlicher Vogel, oder? Guck dir den mal an hier. Guck dir den mal an. Ah. Ist das ein hässlicher Vogel? Was? Wie bitte heißt das? Wie ist der Zustand?
Gut. Kurzfassung, Tag 2, mal kurz eben ganz entspannt in Hannover aufbauen, obwohl wir schon echt viele Helfer sind. Dauert doch wieder länger. Man dödelt natürlich hier und da ein bisschen rum, soll auch Spaß machen. Aber es wird langsam. Vielen Dank mal wieder an Luke, Firma Sturowerk. Unser geiles 13 Meter Styropor-Alus-Logo hängt natürlich da wieder. Hat auch einigermaßen überlebt seit der ersten Motorshow. Geile Nummer. Wenn ihr auch Bock auf so ein Schild habt, kontaktiert ihn einfach. Er wird mich dafür hassen, weil die eigentlich eh schon voll sind mit Arbeit, aber ich finde es trotzdem... Ich finde die Arbeit so geil, dass ich es einfach immer wieder sagen muss. Weil yes. Du stehst hier, ziehst das Schild hoch und schon kommt von allen Leuten, von allen Ecken die Leute, die halt auch einmal sagen, boah, ist das Holz? Ist das Carbon? Nein, ist nur Styropor. Ja, jetzt geht's morgen weiter. Witzig, es ist immer noch nicht so viel in der Halle los. Eine ja, Sache. Ich bin echt gespannt, weil also... Eine Sache muss ich euch leider noch sagen, wenn ihr hier jetzt runterfilmt, dann werdet ihr feststellen, dass Benny gestern noch da war. Das habe ich wirklich in 5 Jahren besser noch nie einer erlebt, dass einer aus Versehen auf den falschen Standteppich verlegt. Und so heute den Teppich nochmal hochgenommen und da wieder gelegt. Also, ja gut, aber... Also. Benni, Jungs, tut mir leid. Also, war ist deren erste Messe, passiert mal. Halt. Aber geil. Ja, morgen kommt hier natürlich überall noch Benner rein. Wir müssen noch den Container mit Holz verkleiden und so. Also wird nicht langweilig. Und am Donnerstag dann die Autos. Okay, also Donnerstag ist heute. Ja. Alles klar. Ciao. So? Nö. Aber das okay. Was hast du denn? So, welcher Tag ist heute? Der 6. ne? Mittwoch. 6. Dritter Aufbautag? Dritter Aufbautag, ja. Ja, ja. Und? Was machen wir heute? Wir haben gerade unseren wundervollen Container mit den Resten von der Essen Motorshow verkleidet. Ja. Da kommen dann unsere ganzen Bretter dran für die ganzen Klamotten, für den ganzen Oberkörper. Wir haben uns diesmal mal was überlegt, dass wir eine durchlaufende Traverse hatten. Ja. Das sah, stimmt, das ist alles komplett verbunden. Das sah ehrlich gesagt, wo noch nichts dran war, fast noch am geilsten aus. Ja. Am Ende wird das natürlich alles zu sein, kommt noch ein Banner rein und so weiter. Dann sieht man am Ende von dem Container gar nichts mehr. Dann ist das so die kleine Alushütte. So, Benni hat auch Teppich neu verlegt. Er wartet schon auf die ersten Kunden, Leute. Das kann ja gar nicht. Der weiß gar nicht, wie das funktioniert. Hast du etwa Videos? Mir wurde gesagt, ich soll dich mal ein bisschen volllatten und dich mal fragen, was hier mit deinem Teppich los war. Mit meinem Teppich? Ja. Der ist rot. Wir haben eine Probe gemacht. Ah, wir waren kurz erst auf diesem Stand, ja. Haben hier kurz den Aufbau getestet und haben uns dann gedacht, wir bauen doch da auf. Funktioniert aber so, kann man genauso daneben jetzt machen. Genau, also falls ihr da irgendwie Tipps und Tricks braucht, sagen wir dir Bescheid. Wir haben uns nicht vertan. Ne? Nein, also nein. Hat ja gar keiner gedacht. Ja. Wenn ich jetzt nach oben gucke, kommt diese Schraube dann oben wieder raus? Die kommt oben raus, ja. Dann kann man oben gleich was draufstellen, dann fällt das nicht vom Tisch. Ich kenne die Pappenheimer doch. Gleich ist wieder die Dille in der Wand und dann ist das Geheule groß. Sind wir fertig für heute? Ja. Echt? Ich auf jeden Fall ja. Ich habe nichts gemacht heute. Perfekt. Aber reicht, ne? Danke dir. Ich bin immer so nah dran mit dem Ding. Wir sind tatsächlich noch nicht fertig. Aber es sind gute Dinge, es wird schon. Wir lassen das ein bisschen entspannter auch angehen hier. Essen Motorshow würden wir morgen erst losfahren, würden das alles in einem Tag durchziehen. Also klar, da hängt Schild schon und Teppich liegt dann schon. Aber das passt schon. Ich bin gespannt, wie es morgen Abend hier aussieht, weil drumherum lassen sich immer noch einige ziemlich viel Zeit. Egal, die werden schon wissen, was sie machen. In diesem Sinne, ab nach Hause, da geht's weiter. Autos vorbereiten, die kommen nämlich morgen Abend alle. Und sehen wir uns morgen wieder. Kannst du mir mal ganz kurz erklären? Für die Kamera, wir haben professionell in einer Promotion quasi gefuscht. Wie ihr sehen könnt, hier mit feinster Europalettentechnik, Holzbohlen, Brettern, Doppelrampen. Also im Endeffekt ist das, glaube ich, absolut illegal, was wir gerade tun. Aber ich denke, es wird funktionieren. Ja, kriegt auch gar keiner mit. Hallo. Es macht sehr viel Spaß. Ja. Hey, schau mal, wer da ist. Alles klar bei dir? Ich habe ein bisschen Verpflegung mitgebracht. Ah, hey, geil. Das ist eine gute Sache. Lass mal Sofa reparieren. Das hat es bei der Fahrt etwas auseinandergenommen. Ganzen Bäcker leer gekauft. Ja, schön, dass du da bist. Ja, Alex begleitet uns ab jetzt wieder für die Messe hier. Let's go. Ich stehe wieder da. Guten Tag. Und was hast du dieses Jahr Schönes mitgebracht? Schlechte Laune. Was du Schönes mitgebracht hast? Nur schlechte Laune. Ja.
paar schöne Autos lassen. Ich glaube, ab morgen kann ich mich diese Frage stellen. Okay. Nein. Ein bisschen Stress, ne? Nö. Halt, wie immer, ne? Was haben wir mitgebracht? Alles, was so, ja, fertig oder fast fertig ist und schwarz ist. Und ich freue mich wieder am meisten auf der schönen Couch und Kaffee mit jetzt trinken. Und Toast-Tutschuk zu essen. Das sowieso. Wir sind immer wieder dabei. Gut, du machst mit Abstand die besten Toasts hier auf der Messe. Willem, er hat gerade diese Füße runtergebracht. Hättest du es jetzt abgebrochen, dann wäre ich hier heulen vom Stand gelaufen. Warum heulen? Weil ich es witzig finde. Wie geht's? Gut, und selbst? Läuft sowieso nicht. Doch. Ehrlich jetzt? Ich hab extra gesagt, Scheiße. Soll ich dir nochmal vormachen? Ich mach's gerne. Nein, das passt schon. Nee, ich hab keine Schmerzen damit. Ehrlich, komm, ich zeig's dir. Ja, okay. Lass die typische Belastungsprobe bei jedem wäre jetzt so. Ah, ich sitze gut. Nein, ich würde so testen. Sehle, man muss dazu sagen, ich gucke ja nur, ob es wackelt. Die Bewegung sieht jetzt komisch aus, gebe ich zu, aber es wackelt. Man ja, muss dazu sagen, das ist bei dir Belastungsprobe sowohl fürs Sofa als auch für die Rückbank des Benz. Richtig. Ja, bei mir bitte. Welcher Tag ist heute? Donnerstag. Was machen wir? Ja, der Stand ist soweit fertig. Kommen jetzt oben noch die Klamotten ran und wie gesagt, so das ganze Gedöns halt einräumen. Ne? Und jetzt kommt die ganze Ware aus dem LKW und das größte Problem wird noch die ganzen. Bist du ganz schön nah an mir dran? Kann Nein. das sein? Okay. Ich habe Weitwinkel. Ist das nur eine optische Täuschung? Ja, ja. Wir müssen noch alle Autos holen und waschen. Ah, entspannt. Oder? Ja. So, LKW ist leer. Das ist der vierte Tag, wo ich heute von Langenhagen hier nach Hannover zu den PS-Days komme. Ich trinke jetzt erstmal ein Bier und darauf sage ich Prost. Messe läuft noch? Zähling getroffen? Ich hab sie stehen lassen, die Messe. Ja, ja. Zähling getroffen? Zähling getroffen. Ich würde sagen, ich verschaffe mir einmal ganz kurz einen Überblick. Dann gehen wir mal einmal bei Mutlu vorbei und draußen mal Kartfahren. Mutlu haben wir auch schon getroffen. Habt ihr auch schon getroffen? Haben wir schon getroffen. Dann können wir eigentlich direkt zum Kartfahren gehen. Ne? Können wir gleich mal machen, ja. Es sind auf jeden Fall einige sportliche Jungs hier unterwegs. Weil jetzt erst aufgebaut wird? Nein, weil wir waren ja erst im Motorshow. Ich glaube, ich habe es schon achtmal in dem Video gesagt. Ja. Schon immer sportlich, ne? Aber hier wird noch der Boden gelegt. Für diejenigen, die es nach Hannover schaffen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es möglichst viele schaffen, dass wir es hier richtig knallen lassen. Wir haben exklusiv ein paar Klamotten wieder am Start, die es erstmal nur hier gibt. So. Mehr Spoilern will ich auch gar nicht. Also, das war jetzt hier die große Ausstellerhalle. Jetzt kommen wir aufs Freigelände. Hier ist tatsächlich Monster Truck Show. Mach mal. So, mit Springen über Autos rüber und so weiter. Volles Programm. So, und jetzt gehen wir mal zu Karl-Heinz und Christopher. Und zwar, wir haben nämlich auf die Schnelle noch organisiert, dass es hier tatsächlich auch eine Kartbahn gibt. So, da haben wir es. Ja, geil. Okay, komm mal ran hier. So, die Seite sieht schön aus. Du bist mit der Kleidung nicht Christopher, ne? Video, oder? Es ist tatsächlich so, wir haben uns kennengelernt bei dem Grip Promi Kart Masters. Da hattet ihr auch schon die Strecke aufgebaut. Genau. Finde ich Wahnsinn. Die Jungs bauen tatsächlich für und in kürzester Zeit eine Outdoor-Strecke auf. Theoretisch auch für verschiedenste Veranstaltungen. Ja, also jeder, der genau. Bock auf eine Outdoor-Strecke hat. Genau, jeder, der Bock hat, das nötige Kleingeld, den großen Platz vor allen Dingen. Also gerade eben ein gedehrter Platz oder gepflasterter Platz ist natürlich wichtig. Ja, ja. So ab 2000, 2500 Quadratmeter, kleiner natürlich auch möglich, aber dann macht es natürlich bedeutend weniger Spaß. Und so kam es halt auch dazu, wir haben überlegt, was können wir euch noch bieten auf der Messe und haben dann überlegt, ach, Kartbahn wäre geil. Ist für euch natürlich auch so ein bisschen Risiko, habt ihr auf Messen bisher auch noch nicht so gemacht. Und deswegen muss ich an der Stelle auf jeden Fall nochmal sagen, vielen Dank an Bilsterberg. Das ist nämlich unsere PS Days Kartbahn, powered by Bilsterberg. Bilsterberg hat auch einen Stand in der Halle da hinten. Wir haben viel zusammen gemacht. Und die sind, ich sag jetzt mal, Hauptsponsor von dieser Strecke hier und machen das Ganze überhaupt möglich. Für dich als Profi, was würdest du sagen, Fun-Faktor? Passt? Also kriegt deine Strecke ja, hin, wir, die Spaß wir macht? Kriegen eine zügige Strecke hin mit ein paar Tricks. Ein paar Raffinessen, die man schon fahren können sollte oder fahren können muss. Also es wird eine anspruchsvolle Strecke, dennoch flüssig und sicher. Wie schnell fahren die Karts hier? Also ich denke, hier werden sie wahrscheinlich gefühlt 50, aber realistisch mit 30 km/h fahren. Ja. Aber es kommt ja wesentlich schneller vor in einem kleinen Kart auf der engen Strecke, dann rechts und links jemand daneben noch. Also man fühlt schneller, aber ich denke so 30. Stundenkilometer ungefähr. Das heißt, die Leute, die jetzt Bock bekommen haben, formula.de, genau. Steht alles weiter, genau. Was ein bisschen oder mobile-kartbahn.de. Geil. So, jetzt wollen wir einmal die Karte sehen. Komm, wir gehen einmal kurz genau. Erstmal hat der Verantwortliche von dem PS-Desk gerade zu uns gefunden. Unfassbar. Seiner Haut will ich auf jeden Fall gerade nicht stecken, weil ist dann jetzt ja doch gefühlt
auf einmal waren es wieder nur noch 3 Tage bis zur Messe. Wir hatten verrückte Ideen, eine Kartbahn zu machen. Sowas. Also, ja. Dann werden die Ideen mehr, die Motivation wird wieder noch mehr. Also deine Motivation war vom ersten Tag an ja so bei 200% auf jeden Fall immer. Also das war 1+ auf jeden Fall und so zieht sich das hier auch durch. So, und dann kam die spontane Idee noch, wir machen eine Kartbahn. Deswegen, ich habe eben gerade schon gesagt, vielen Dank an den Bilzer Werk, dass die damit unterstützend dabei sind. Und genauso, ich habe unsere Kartbahn jetzt einfach mal PS Days Kart getauft. Finde ich gut. Powered by Bilzer Werk. Weil ihr gebt die Fläche dafür zur Verfügung, was ja nicht gerade wenig ist. 2700 Quadratmeter waren ja, das ungefähr. Ne? Genau. Muss man halt auch erstmal haben. Ne? So, und die Jungs natürlich, dass sie so spontan noch hier alles aufbauen konnten und so. Ne? Und jetzt könnt ihr nämlich mit diesem Kart da ballern. Wie viel PS hat denn? 7,5 ungefähr. Ja. 200 Kubik ist ein GX200 Honda Motor. Letzte Frage ist, muss man sich vorab ein Ticket kaufen können oder kommen die Leute hier wirklich an bei euch, kaufen Ticket, Sicherheitsunterweisung, los geht's? Wir schauen uns das Wetter an. Wenn das Wetter gut ist, würde ich sagen, verkaufen wir Tickets früh für den ganzen Tag. Wenn wir aber das Wetter nicht absehen können, dass wir dann Geld rausgeben können, das machen wir ein bisschen abhängig vom Wetterbericht, sprechen wir nochmal drüber. Einfach vorbeikommen, nachfragen, sprecht uns an und habt Spaß. Ja, hier kommen auf jeden Fall erstmal Erinnerungen hoch von, ich muss es euch einfach zeigen, die Spuren sind tatsächlich bis heute da. Die hat Paul mit seinem GTR damals im Burnout gemacht. Erkennbar. Messe Hannover bedankt sich. Hat mal Erfolg, wurde so ungefähr 20 Mal gesagt. Aber das heißt, Showstrecke habe ich schon gezeigt. Mhm. Zweimal am Tag gefahren, guckt ins Programm, dann seht ihr, ja, wann wie wo. Die Autos dafür stehen in der Halle 27 im Fahrerlager. Ja. Und da ist wirklich, kann ich meinen Jungs sagen, da ist Austoben gewünscht. Also jetzt nicht mit genau 200 irgendwo einschlagen, ja, aber schon wir mal einen Wir machen ja keine Zeitmessung, genau. Ist ja wirklich Show, einfach mal zeigen, was das Auto kann. Geil. Sprich, du nimmst so 120, 150 Meter, kannst du Gas geben, kannst du stehen lassen. Danach Auslaufzone. Jeder muss wissen, wann er bremst, sonst ist hinten Beton. Aber auf dem Weg bis dahin, zeig mal, was die Karre kann. Ja, der Goldbarren hat neue Pellen hinten drauf. Also hier wird XS-Kana sein, in den Pavillons drin und so weiter. Und jetzt gucken wir hier nur noch mal einmal rechts um die Ecke. Da wollen wir allerdings noch nicht reingehen, weil ich habe gesehen, da sind schon viele Autos drin und wir wollen es euch gar nicht vorwegnehmen. Da, Zirkel. So, warte mal, wie schön ist hier. Kannst du mal so über meine Schulter rüberfilmen? Ja, ja. Hier. Das ist doch was für dich, oder? Das kann ich wieder gut sehen, ja, aber wir dürfen ja, das ist kein Ü18-Content hier. Elite Circle und Community Garage, da stehen die ganzen Autos. Wie viel? 500, 600? 500 ungefähr in Summe, ja. 55 sind es geworden, ja. Sven Schulz, handverlesen, 170 Eingeladene und dann ganz viele, die sich beworben haben und ausgewählt wurden. Und ja, da waren so viele Bewerbungen, wir hatten noch ein bisschen Platz in alle 27, da stehen auch nochmal um die 100 weitere. Plus dein Fahrerlager für die Showstrecke. Also mega Nummer. Ich kann nur sagen, Respekt, Chapeau, wie ihr das aufgezogen habt. Weil nach Corona habe ich ja selber auch immer gehört, dass euer Team relativ klein geworden ist. So, das heißt, eigentlich macht ihr fast alles selber. So. Wir machen alles selber, ja. Muss man ja so sagen. So, ich denke, es wird geil. Ja. Von uns ein spontanes Video für den Aufbau. Spontan nicht, spontan falsch. Eigentlich mal ein Video seit langem über 4 Tage, also eigentlich genau das Gegenteil von spontan. Ja. Wir haben euch 4 Tage lang mitgenommen. Ich hoffe, es wird was Geiles raus. Jetzt müssen wir allerdings uns beeilen, weil es ist 15 Uhr auf dem Donnerstag. Ich hoffe, es geht auch pünktlich online. Wenn nicht, entschuldigt dies bitte. Aber das ist quasi ein Live-Upload hier. Genau, es ist fast ein Live-Upload. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen auf dem PSX. Ich werde auf jeden Fall am Stand sein. Freitag, Samstag, volles Ballett am Tresen. Kommt vorbei. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf die ganzen PSX. Ich freue mich auf die XS-Kana. Ich freue mich aufs Kartfahren. Ich freue mich auf den schnellsten. Monster Truck kann man noch vielleicht. Habe ich auch schon gesagt? Alles schon drin. Ich habe schon alles drin. Monster Truck Show. Man kann eigentlich Kamera ausmachen hier. Einmal am Tag oder zweimal? Einmal am Tag. Einmal Autos blitzen. Genau, da guckt alle einfach auf den Zeitplan, wann, wie, wo, damit ihr nichts verpasst. Ne? Könnt ihr ja das Programm einmal unten verlinken im Video. Aber trotzdem ganz wichtig, eine Sache muss ich noch als Aussteller sagen. Die Aussteller, die natürlich auch viel Aufwand betreiben, die freuen sich natürlich auch, wenn ihr ordentlich in den Hallen drin bleibt und auch bei den Ausstellern seid. Deswegen, egal wie gut das Wetter die nächsten 3 Tage ist, die Aussteller bitte auch nicht vergessen. Genau. Geil, ich freue mich. Alles klar, let's go. Danke, ciao. Nicht greifen.